Ja, es geht um das Thema, warum die 70. Jahrwoche von den ersten 69 Jahrwochen abgetrennt ist. Dieses Thema hat man immer wieder oder hört man immer wieder im Internet, dass das ja keinen Sinn macht. Die 70. Jahrwoche, die müsste an den ersten 69 Jahrwochen auch angehängt sein. Man darf die nicht einfach wegnehmen. Das macht ja keinen Sinn. Nun ist es aber so, dass der Engel zu Daniel sagt, dass 70 Jahrwochen bestimmt sind über sein Volk, und der Engel teilt diese 70 Jahrwochen auf in drei Fristen. Einmal 7 Jahrwochen, einmal 62 Jahrwochen. Und dann spricht er nochmal von einer Woche, in der der kommende Fürst den vielen den Bund stärken wird, ja, oder einen Bund machen wird mit den vielen für eine Woche. Da hat man dann diese 70 Wochen. Und das kann natürlich sein, dass die alle direkt aufeinander folgen. Ja. Da würde eigentlich so nichts gegen sprechen. Andererseits kann man aber sagen, dass man diese drei Fristen auch auseinanderziehen dürfte. Denn die Frage ist ja die, warum gibt es nicht einfach 70 Wochen und dann ist gut? Warum macht der Engel drei verschiedene Fristen? Also zumindest scheint es mal so zu sein, dass nach diesen Fristen bestimmte Dinge eintreten, bestimmte Ereignisse eintreten, ja, die man in der Bibel auch finden muss. Also nach 7 Wochen vom Ausgangsdatum, vom Startdatum dieser 70 Jahrwochen, der noch zu bestimmen wäre, müsste man zu einem gesalbten Fürsten kommen. Der gesalbte Fürst in der Bibel ist Kyros. Jetzt müsste man gucken, wann der denn überhaupt kam, was damit gemeint ist mit dem Kommen, ob damit seine Intronisation gemeint ist oder sein Auftreten. Er müsste dann als Fürst irgendwie auch kommen. Wenn man da das Jahr 559 ansetzt, 555, dann kommt man auf das Jahr 605 plus minus 3 Jahre. Und in dem Zeitraum ist das Kapitel 25 von Jeremia geschrieben worden. Das hat Daniel gelesen in Daniel 9, und in Daniel 9 geht es um die 70 Jahre. Und dieses Kapitel 25 ist nachweislich im Jahr 605 vor Christus geschrieben worden, denn in diesem 25. Kapitel in Jeremia, da ist direkt am Anfang, in den ersten Versen, steht da schon was von einer Regierungszeit eines heidnischen Königs, nämlich dem Nebukadnezar, eine Regierungszeit von einem jüdischen König, nämlich von, ich glaube, Josia, und der Regierungszeit oder der Dienstzeit eines jüdischen Propheten. Also das sind drei Zeitangaben innerhalb der ersten Verse von Jeremia 25. Das ist außergewöhnlich. Das gibt es nicht sehr oft in der Bibel, ja. Als ob Gott das wichtig gewesen ist, dass man genau wissen kann, wann dieses Kapitel geschrieben wurde, oder noch genauer, wann dieses Wort Gottes, was dort geschah, dieses Dabar, das geschah ja zu Jeremia über den Wiederaufbau und die Wiederherstellung Jerusalems. Ja, und dieses Wort geschah zu Jeremia im Jahr 605 vor Christus. Und da gibt es dreifache Zeitangabe für. Das würde bedeuten, dass Gott selber den Aufbau Jerusalems bestimmt hat durch diese 70 Jahrwochen, und kein Artaxerxes, kein heidnischer König. Wie könnte denn auch, was macht das für einen Sinn, wenn ein heidnischer König den Wiederaufbau Jerusalems anstößt? Der Engel sagt ja auch vom Ausgang des Dabar, des Wortes, nicht des Dekrets von Artaxerxes. Dass Jerusalem zurückkommt, steht da eigentlich. Das ist das hebräische Schuf. Ja? Komm, kehr wieder her, kehr wieder um, kehr wieder zurück, Jerusalem. Also, dass Jerusalem zurückkommt und gebaut wird. Das sagt der Engel zu Daniel in Daniel 9. Und dieses Wort, also nicht das Dekret von Artaxerxes, sondern dieses Wort, also nicht ein Befehl, sondern dieses Wort, was geschah an Jeremia. Das wird in Jeremia 25 gezeigt, ja. Das Wort des Herrn geschah zu Jeremia, das da war, und zwar im Jahr 605 vor Christus. Und wenn man von da aus rechnet, kommt man zu Kyros, ersten 7 Jahre. Und wenn man nochmal von da aus rechnet, und das ist das Neue bei meiner Berechnung, man muss nochmal von da aus rechnen, weil im Text steht, Taschuf, kehr um. Mit den 62 Wochen. Du, Daniel. Also das ist zweite Person, Maskulin, Singular. Du, Daniel, kehre um mit den 62 Wochen an den Anfang der Berechnung ins Jahr 605 vor Christus und rechne nochmal. Und dann kommst du auf Antiochos Epiphanes. Das ist das, was in Daniel 9 steht. Und
was bisher niemand berücksichtigt. Denn man rechnet immer von Artaxerxes, dann rechnet man 7 Wochen und 62 Wochen, die hat man auch in einen Satz gepackt, da hat man dann die Satzzeichen irgendwo sich dann da zusammengebaut im Hebräischen, wo ich sage, es gibt gar keine Satzzeichen. Meine Berechnung beruht auch nicht auf Satzzeichen, auf irgendein Adnach oder Etnach oder irgendeinen Punkt oder Komma oder Semikolon oder was man da macht. Ja, das gibt es alles im Hebräischen nicht. Meine Berechnung beruht auf einem kompletten Wort, ein ganzes Wort, und dieses Wort Tashuv, kehre um. Das heißt nicht, sie wird auch wieder umkehren mit Platz und Graben, ja, sondern das heißt, du, Daniel, kehre wieder um mit der Berechnung. Und wenn man das unterstellt, dann passt das plötzlich alles. Das passt alles zusammen und macht damit dann auch Sinn. Das heißt also, meine Berechnung würde stimmig sein. Meine Berechnung unterstellt, dass Gott ein Wort Gottes gegeben hat in Jeremia 25. Was also nicht, also bei meiner Berechnung gibt kein heidnischer König ein Dekret aus, sondern bei meiner Rechnung gibt Gott den Startpunkt für den Wiederbau Jerusalems. Das finde ich schon mal interessant. Ja, also man kann ja auch als Ausleger sich dann aussuchen, was man dann will. Will man, dass Gott den Befehl gibt zum Aufbau der Stadt Gottes, oder will man, dass ein heidnischer König diesen Befehl zum Aufbau gibt? Das ist schon mal eine wichtige Entscheidung, die man da treffen muss. Will man sich bei Jeremia 25 auf dieses Jahr 605 mal einlassen, wo doch schon 3 Zeitangaben dort gemacht sind für das Jahr 605? Oder will man das auch nicht? Ja, wischt man das auch beiseite? Wenn man das tut, kommt man zu Kyros und zu Antiochos Epiphanes. Und es ist unzweifelhaft so, dass die ganze Daniel-Prophetie auf diesen Antiochos Epiphanes fokussiert ist. Antiochos Epiphanes bekommt sehr viel mehr Raum eingeräumt im kompletten Propheten Daniel als alle anderen Könige, sogar als Nebukadnezar. Das ist erstaunlich, was da in Daniel 11 passiert. Das komplette halbe Kapitel ist für Antiochos Epiphanes aufgespart. Und es ist so, als ob die Daniel-Prophetie geradezu zu ihm in persona hinstürmt. Warum ist das so? Weil Antiochos Epiphanes in der Endzeit wieder auftritt. Er wird wiederkommen. Da wird wieder ein Antiochos Epiphanes kommen. Und der wird auch 7 Jahre unterwegs sein, sage ich jetzt mal etwas verkürzt, weil noch eine 70. Jahrwoche kommt. Und damit kommen wir eigentlich zum Kern des Themas. Der antike Antiochos Epiphanes, der hat 7 Jahre regiert. Und in der Mitte seiner Regierungszeit, also der hat regiert von 171 vor Christus bis 164 vor Christus. Ja, 164 plus 6 macht 170, plus ein Jahr bis 171 macht 7 Jahre. Der hat 7 Jahre regiert. Und in der Mitte seiner Amtszeit, erstaunlicherweise in der Mitte, hat er einen Gräuel der Verwüstung angerichtet. Das steht in Daniel 11. Das heißt, Antiochos Epiphanes hat eine Jahrwoche regiert. Und diese Jahrwoche schließt direkt an die ersten 69, oder um genau zu sein, an die ersten 62 Jahrwochen an. Das schließt direkt an. Und genau diese Persönlichkeit des Antiochos Epiphanes wird sich in der Endzeit duplizieren. Die kommt nochmal und die nennen wir Antichrist. Ja. Paulus sagt zu ihm, das Kind, der Sohn, wie sagt er, der Mensch der Bosheit, das Kind des Verderbens. Ja. Wir haben so einen Terminus technicus, der Antichrist, was aber total durcheinander geht. Also Roger Libby wirft das auch komplett durcheinander mit 1. Johannes, kommt er da. Das ist vollkommen absurd, was er da auslegt. Weil Johannes ja sagt, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichristen ausgegangen. Ja? Sie waren nicht von uns, sonst wären sie bei uns geblieben. Ja? Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, sonst wären sie bei uns geblieben. Und da sagt Libby, da sagt der Johannes als Jude, vollkommen absurd, das sagt Johannes als Christ, als jemand, der an Christus glaubt, ja. Und er sagt jetzt damit, also weil das ja Juden sind, die dann da ausgegangen sind, deswegen muss der Antichrist ein Jude sein. Das sind 2 Schlussfolgerungen, die man aus dem Vers sieht, die falsch sind. Ja, 2 auf einmal. Aber der Antichrist als Terminus technicus, von dem ich glaube, dass er das Tier aus dem Meer ist, nicht das Tier aus dem Land, weil das 1. Johannes überhaupt nicht hergibt, ja. Den nennt Paulus nicht den Antichristen, sondern Johannes beschreibt den nur als Antichristen. Aber der Antichrist ist schon mal da gewesen.
der war schon mal da. Wann denn? Naja, in der Person von Antiochos Epiphanes, von dem antiken Antiochos Epiphanes. Der hat 7 Jahre regiert, wie der Antichrist das tut. Der hat in der Mitte seiner Jahrwoche Jerusalem überfallen und Gräuel der Verwüstung aufgerichtet, wie der Antichrist das tut. Und er ist irgendwann einfach erschlagen worden und ist einen ganz elenden, schlimmen Tod gestorben, wie der Antichrist das auch tut. Das heißt also, die 70. Jahrwoche, die ist deswegen abgetrennt von den ersten, weil die sich wiederholen wird. Die ist schon mal gewesen in der Person von Antiochos Epiphanes und in seiner Dienstzeit. Und die wird sich in der Endzeit nochmal wiederholen, die kommt nochmal. Und deswegen ist die abgetrennt. Wäre die nicht abgetrennt, dann wäre die Endzeit schon vorbei, wären die 70 Jahre schon abgeschlossen. Und dann hätte Gott ja mit seinem Volk Israel schon die Weltherrschaft angetreten. Das sehen wir ja heute nicht. Ja? Das, ja, zumindest das sehen wir nicht, dass Jesus die Welt beherrscht. Ja? Viele sagen ja gut, das Reich Jesu Christi muss ja kein Friedensreich sein. Doch, das muss ein Friedensreich sein. Das steht in Jesaja. Ja? Wenn Christus als Friedefürst herrscht, dann ist Friede. Auf seinem Thron wird Friede sein, steht in Zacharja. Wenn er Priestertum und Königtum vereinen wird, dann wird auf seinem Thron Friede sein. Das wird ein Friedensreich sein. Es sind alles so Pseudo-Ausflüchte, um nicht anerkennen zu müssen, dass ein tausendjähriges Reich noch kommt und dass das tausendjährige Reich unter der Herrschaft Jesu Christi ist und dass das ein Friedensreich ist. Ja. Da muss man aber den Gesamtzusammenhang der Bibel dann sehen. Insgesamt leben wir in einer großen Verwirrung, ja, und es wird immer verworrener. Auch um die Bibel wird es immer verworrener. Ja. Da ist ein echter Kampf um die Wahrheit. Und da muss man sich wirklich ganz eng ans Wort Gottes halten. Das sagen auch alle anderen, die eine andere Meinung haben. Zum Schluss ist es so, dass man sehen kann, der Recht gehabt hat, ist der vorher zeigen konnte, was nachher passiert. Ja. Also wie im Alten Testament steht, ein Prophet ist immer der, dessen Wort auch eintrifft. Und wenn das Wort nicht eintrifft, dann war er kein Prophet. Das Problem ist so, die Menschen sehen das immer erst zu spät. Ja, die können das vorher nicht verstehen. Man tritt es dann ein, dann verstehen sie, ah, okay, ja, stimmt, habe ich schon mal gehört, aber sie bringen es dann immer noch in Verbindung miteinander. Ja. Aber das ist so, das ist dem Wort Gottes und den Leuten Gottes auch so vorhergesagt, das wird auch so kommen. Aber deswegen glaube ich, dass die 70. Jahrwoche, wenn man das mal so wieder jetzt an die Anfangsformulierung zurückgehen will, dass die 70. Jahrwoche also zeitlich abgetrennt ist, ja, die kommt erst noch, das kommt alles erst noch. Aber das war auch schon. Allerdings war das nicht zur Zeit von Titus. Ja. Und das war auch nicht zur Zeit Jesu Christi, beziehungsweise kurz dann danach, ja, dass Jesus da 3,5 Jahre, oder dass die Gemeinde Jesu 3,5 Jahre noch in Jerusalem war und dann zerstreut wurde unter alle Völker. Und manche versuchen ja diese letzte 70. Jahrwoche da irgendwo an das Jahr 32 noch irgendwie dran zu buxieren, aber das passt alles nicht. Ja, das ist nicht rund. Ich wollte das nur kurz zeigen, das ist so die Sichtweise, die ich habe. Da kämen noch viele Punkte auch zu. Manche haben gesagt, auch haben mir unterstellt und haben gesagt, du bist auch der Meinung, dass die letzten 3,5 Jahre in der Offenbarung noch erwähnt würden mit diesen 42 Monaten oder den 1260 Tagen. Das ist auch ein ganz interessantes Thema, denn viele glauben, dass diese 42 Monate und die 1260 Tage den gleichen Zeitraum beschreiben würden. Es sind ja 3,5 Jahre, ja, rund. Und daraus rechnet man sich dann sogenannte prophetische Jahre von 360 Tagen hin. Ja, man versucht das, also man teilt praktisch dann die 1260 durch die 42 Monate und dann kommt man auf 30 Tage pro Monat. Aber diese beiden Angaben beziehen sich auf unterschiedliche Teile der 70. Jahrwoche. Ja? Also die 1260 Tage beziehen sich auf die erste Hälfte der Jahrwoche und die 42 Monate beziehen sich auf die zweite Hälfte der Jahrwoche. Sagt aber auch keiner. Ja? Alle sagen immer, das muss ja die gleiche Zeit sein, ist ja beides ungefähr 3,5 Jahre. Und dann sagt man, ja gut, dann kann man die auch durcheinander teilen. Aber niemand macht sich mal die Mühe und sagt, von welcher Hälfte reden wir denn dann? Von der ersten Hälfte oder von der zweiten Hälfte? Pardon. Und dann sind natürlich auch viele schnell wieder dabei und sagen, ja, das muss ja dann die zweite Hälfte sein, weil die erste Hälfte ist ja schon zur Zeit Jesu Christi vorbei gewesen. Warum? Naja, weil da die ersten 69 Jahrwochen ja aufgehört haben. Dann sage ich, nö, das kommt nur, wenn man so eine Milchmädchenrechnung aufmacht und von Artaxerxes rechnet und die Jahre schrumpft, ja, und dann prophetische Jahre ansetzt und sich das alles zusammenrechnet mit den 173.880 Tagen.
Dann kommt man irgendwie auf Jesus, Jesu Tod oder Jesu triumphalen Einzug nach Jerusalem, was beides nicht passt und der Engel auch nicht gesagt hat. Ja. Aber das hat sich so verfestigt, dass jeder, der daran rüttelt, der ist dann direkt ein Ketzer. Aber das, diese Rechnung passt nicht, die ist hinfällig, das ist vorbei. Ja, die gibt es nicht mehr, die Rechnung. Warum? Weil Gott den Beginn der 70 Jahre festgelegt hat in Jeremia 25 und kein heidnischer Artaxerxes. Ja, allein das ist ja schon ein Killer-Argument eigentlich. Ja. Das zweite ist, dass die Berechnung mit den 173.880 Tagen, das sind ja so Luni, Solare, Jahre, wird da gefachsimpelt. Ja, die sind aber 354 Tage, nicht 360. Das ist ein Riesendrama, was da alles durchgeht. Ich sage mal, ein Jahr ist immer ein Jahr. Der Engel hat nichts davon gesagt, dass wir das in Sonnenjahre oder Mondjahre oder Lunisolarjahre umrechnen sollten und dann so Kapriolen da veranstalten. So hat der Engel alles nicht gesagt. Ein Jahr ist immer ein Jahr. Ja, das dauert vom kürzesten Sonnenstand bis zum kürzesten Sonnenstand oder vom höchsten Sonnenstand bis zum höchsten Sonnenstand oder vom längsten Tag bis zum längsten Tag im Jahr oder vom kürzesten Tag bis zum kürzesten Tag im Jahr. Und ein Jahr ist immer ein Jahr. Ja? Da läuft immer einmal die Sonne um die Erde. Ja, ob die Erde jetzt rund oder flach ist, um Himmels Willen. Wie sehr kann man sich denn verzetteln? Blendet das mal aus. Ja, das weiß niemand, ob die Erde rund oder flach ist. Ja, beide können das nicht beweisen. Ja, müssen wir abwarten, bis wir im Himmel sind, dann werden wir das sehen. Wird bestimmt spannend. Ja. Aber diese Berechnung, die man da bisher hatte, das ist eine Chimäre. Ja? Also man nimmt praktisch ein Anfangsjahr Artaxerxes, wo Artaxerxes auch vorher schon einen Erlass gegeben hat und auch Darius hat schon einen Erlass gegeben und auch Kyros hat schon einen Erlass gegeben. Jetzt nimmt man einfach den letzten Erlass vom Artaxerxes, weil es nur davon da passt. Also diese ganze Rechnung, das ist alles eine solche, im Deutschen würde man sagen, so eine Lachnummer, dass man schon erschrickt, dass so viele Fromme dieser Berechnung folgen. So lachhaft ist das. So konstruiert. Ja? So könnte man kein Gebäude konstruieren. Ja? Kein Bauteil. Ja, beim Automobilhersteller. Die Autos würden alle nicht laufen. Die Theologen machen das, ja, die können das auch machen, weil das ja alles Theorie ist. Ja. Und dann kommt man irgendwann in den Jahr 32 nach Christus, wo aber niemand weiß, ob Jesus im Jahr 32 nach Christus gestorben ist. Wir wissen das nicht, das ist Fakt. Ja. Wir kennen nicht das Geburtsjahr und wir kennen nicht das Todesjahr Jesu Christi. Das ist ein Fakt. Das kann man nicht einfach beiseite schieben. Wir wissen das nicht. Und worauf, auf welches Referenzjahr wollen wir denn dann plausibilisieren? Wo wollen wir denn da hinregen? Wir wissen das nicht. Ja, es kann 32 gewesen sein, dann ist die Rechnung falsch. Entschuldigung, es kann 30 oder 31 gewesen sein, dann ist die Rechnung falsch. Es kann 32 gewesen sein, dann ist die Rechnung immer noch falsch, ja, weil die einfach so abstrus zusammengebaut wird und auf irgendwelchen lunisolaren Tagen basiert. Nochmal, der Engel sagt das nicht. Die meisten verlieren sich und verlieben sich in ihre Rechnungen und ihre Argumentationen. Und das ist der Fehler. Das ist der Fehler. Wir sollen dem Engel zuhören, was der Engel sagt. Das sagt der Engel auch zum Daniel. Daniel, hör zu. Das sagen auch alle Ausleger. Der Engel hat gesagt, Daniel, hör genau zu. Und jetzt müssen wir genau zuhören. Jetzt müssen wir 173.880 Tage rechnen. Also sowas Absurdes habe ich noch nie gehört. Ja, das ist wie Eva, die verlassen alle das Wort Gottes. Die gehen alle weg von diesem Wort des Engels. Und dann kommen die mit riesigen Rechnungen und riesigen Kalkulationen und Erklärungen, erklären da stundenlang über diese Themen. Das ist alles falsch. Es ist falsch. Ja? Es ist so falsch, dass es einfach zum Lachen ist. Und es ist schade. Ich meine, bei Ingenieurrechnungen, da kann man das ausprobieren draußen. In der Natur oder in der Schöpfung, ja, kann man gucken, stimmt die Berechnung, ja, und dann fällt da die A-Klasse, fällt sie um beim Elchtest, ja oder nein, ja, da gab es ja mal so ein Auto von Mercedes vor vielen Jahren, das war dann zu hoch gebaut und dann kam irgendwie ein Elch und ist das Auto da umgekippt in Schweden, ein Riesenskandal. Aber gut, man kann das halt mit prophetischen Dingen nicht machen, aber wenn man aufrichtig rechnet, dann kommt man eigentlich drauf, dass die bisherige Berechnung der 70 Jahre warum grottenfalsch ist, ja, und auf ein Enddatum plausibilisiert, das nicht bekannt ist, mit einer Verfahrensweise, die nicht erlaubt ist, mit dem Startpunkt, der beliebig gewählt worden ist. Und das alles fußt noch auf dem Befehl von einem heidnischen König. Was will man denn noch? Ja, das passt ja alles nicht. Aber wenn man den Text sich anschaut und dann im Text dieses Taschub findet, kehr um, mit dem man
bisher nicht weiß, wohin man mit diesem Verb gehen soll und daraus dann ein Adverb macht und ein Imperativ mit dem, ein Imperfekt mit dem Perfekt mischt und ein Plural mit dem Singular und statt Maskulin Feminin übersetzt und statt zweite Person dritte Person. Und das ist grammatisch so schlimm, genauso falsch wie die Rechnung. Wenn man aber die Rechnung nimmt, die ich vorschlage, dann passt auch die Grammatik, weil dann wird aus dritter Person Feminin Singular, Plural, ja, sie wird wieder zurückkehren, sprich Jerusalem, aber man weiß nicht, wo man das da festmachen soll, weil da steht ja nur von Platz und Graben im Text. Es wird also von dritte Person Feminin Singular zu zweite Person Maskulin Singular. Du, Daniel, kehr um. Wohin soll ich umkehren? Na, mit den 62 Jahren wieder an den Anfang der Geschichte. Und dann passt das alles. Dann kommt Imperfekt zu Imperfekt und Perfekt zu Perfekt. Dann kommt dritte Person oder zweite Person Maskulin Singular zu zweiter Person Maskulin Singular, die wir schon mal am Anfang vom Text haben. Das Taschub kommt zweimal im Text vor. Dann kann man das auch oben im Text am Anfang von Vers 27 oder 25 auch so übersetzen. Vom Ausgehen des Wortes, dass Jerusalem zurückkehren soll und wieder gebaut wird. Bis auf einen gesalbten Fürsten sind es einmal 7 Wochen und noch einmal 62 Wochen. Ja? Hör zu, Daniel. Achte darauf. Machen aber viele nicht. Die lesen das und fangen sie hektisch an zu rechnen, hektisch an zu argumentieren, verlieren sich und verlieben sich in ihren großen, großen Ausführungen und kommen zum Schluss mit einem Ergebnis an, wo ich sage, das ist vollkommen hanebüchen, was da ausgelegt wird. Aber das muss man zur Verteidigung der Ausleger sagen, und zwar zur Verteidigung aller Ausleger. Daniel hat gesagt, das kommt erst in der letzten Zeit. Ja? Und da muss auch niemand sich was drauf einbilden, wenn er es gefunden hat oder finden durfte. Das hat Gott verborgen. Und ein Professor der Theologie hier aus der Nähe, der hat in einem Vortrag gesagt, Daniel ist kein Rätsel, sondern ein Geheimnis. Das ist nichts zum Knobeln, sondern das ist etwas, was geoffenbart wird. Das fand ich toll. Das ist nichts zum Knobeln. Und geknobelt hat man bisher. Und diese Rechnungen sind alles Knobeleien. Ich habe die alle mal aufgelistet, alle, die ich gefunden habe, in einem Excel-Sheet, ja. Habe dann da Zeilen gemacht für jede einzelne Version, wie man diese 70 Jahre Wochen berechnet hat. Ja. Von französischen Philosophen bis auf Theologen zurück in die ersten Jahrhunderte nach Christus. Ja. Und habe die alle untereinander geschrieben und alle ausgewertet, wie die dann kalkulieren. Die liegen alle so falsch, weil die das alle immer hintereinander denken. Man muss das parallel denken. Das hat bisher keiner gemacht. Aber das macht Sinn. Das passt dann. Ja gut, also das heißt also, der Grund, warum ich glaube, dass diese 70. Jahrwoche von den ersten 69 abgetrennt ist, ist der, dass sie schon mal stattgefunden hat. Die 70. Jahrwoche hat schon mal stattgefunden zur Regierungszeit von Antiochos Epiphanes. Und der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens, das war Antiochos Epiphanes. Und dann macht die Bibel einen Sprung und zeigt, dass das nochmal kommt. Und deswegen sagt Jesus auch in seinen Endzeitreden, wenn ihr sehen werdet den Groll der Verwüstung, dass er steht an heiliger Stätte, wo er nicht stehen soll. Ja, wer das liest oder wer das sieht, wer das liest, den Propheten Daniel, der achtet darauf. Deswegen bezieht sich Jesus nochmal auf diesen Antiochos Epiphanes, weil da schon mal eine 70. Jahrwoche lief. Und diese 70. Jahrwoche wird sich wiederholen. Das hat mit Rom aber gar nichts zu tun. Das komplette große römische Reich wird komplett übersprungen in der Daniel-Prophetie. Das wird in Daniel nicht erwähnt. Das ist für den Augenmensch und den Politmenschen, der die Bibel auslegen will, heute komplett unglaublich, ja, ist aber so. Das Römische Reich wird nirgends erwähnt. Die Prophetie endet praktisch mit, die Daniel-Prophetie endet mit Antiochos Epiphanes und springt in die Endzeit und schließt dort ab und sagt, das, was Antiochos gemacht hat, genau das wird dupfegleich, sagt der Schwabe, dupfegleich nochmal kommen. Das ist meine Sichtweise. Und deswegen ist das auch voneinander abgetrennt. Ja? Und zu sagen, es ist zur Zeit Jesu, gab es die 70. Jahrwoche, oder zur Zeit Jesu gab es die erste Hälfte der 70. Jahrwoche, die hängt da vollkommen in der Luft. Das hat mit Jesu kommen auch nichts zu tun. Der gesalbte Fürst, der da kommt, ist Kyros, laut Jesaja 45, Vers 1, und Antiochos. Gesalbte Fürsten waren Priester, aber auch Könige, auch heidnische Könige. Kann man auch sehen in der Bibel, führt jetzt aber zu weit. Ich danke fürs Einschalten, wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald.